Dank, Klaus Dörre. Ich denke, das waren interessante Befunde, an die wir jetzt hier super anknüpfen können. Und ich möchte Ihnen unsere drei Gäste kurz vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Inge Hannemann. Sie arbeitet seit 2005 im Jobcenter Hamburg-Altona als Fallmanagerin oder Arbeitsvermittlerin. Bis April diesen Jahres, da wurde sie von ihrem Arbeitgeber freigestellt, weil sie öffentlich die Arbeitsweise des Jobcenters kritisierte, auf ihrem Blog oder auch bei öffentlichen Veranstaltungen, so wie heute. Sie kritisieren die Sanktionen und die Höhe des Existenzminimums, weil sie sagen, dass es gegen die Menschenwürde. Sie haben auch öffentlich gesagt, dass es sinnlose Schulungen gibt, dass es unzumutbarer Einsatz von Leiharbeit vorzufinden ist. Und sie geben auch Tipps, wie man ja gegen die Befunde der Jobcenter vorgeht. Das führte vermutlich alles zu dieser genannten Freistellung. Sie haben gegen diese Freistellung geklagt beim Arbeitsgericht Hamburg. Und heute war der Prozess. Und ich denke, es interessiert sicherlich auch viele von Ihnen hier, wie dieser Prozess ausgegangen ist. Guten Abend. Also erstmal möchte ich mich bei allen Unterstützern, die heute vor Ort waren, in Hamburg bedanken. Ich sehe auch hier einige. Also ich hatte Unterstützer aus Berlin, aus Göttingen, aus Kiel, aus Bremerhaven, dann irgendwie aus der Nähe, glaube ich, noch Hannover, also natürlich auch aus Hamburg. Ich schätze, es waren um die 100. Ich kann es schwer einschätzen. Der Raum platzte aus allen Nähten. Die Leute standen, wie ich hörte, im Gang. Die Medien waren ebenso zahlreich präsent. Und einen ganz großen Dank natürlich an Katja Kipping, die ebenso vor Ort war und unterstützte. Ja, es war ein sehr schönes Gefühl, ein kraftvolles Gefühl, auch für mich, weil es gibt einfach Mut und es stärkt. Er stärkt in dem Sinne einfach, dass ich merke, Hannemann macht weiter. Ja, und Hannemann wird weitermachen. Gut, zum Verfahren selbst. Das war ein Verfahren in meinen Augen als Telegrammstil. Ich glaube, nach 15, 20 Minuten waren wir fertig. Das Urteil ist jetzt vorläufig erstmal so, dass ich bis zum 14. August zum Hauptklageverfahren nicht weiter beschäftigt werde. Ich sehe es durchaus als einen Teilsieg für mich, weil das Gericht das so begründet, dass die arbeitsrechtlichen Vorwürfe von Seiten meines Jobcenters oder der Zentrale, die ja erst im Nachhinein eingereicht worden sind und nicht Basis der Freistellung waren, geprüft werden müssen meiner Seite. Das ist mein Job, das habe ich bisher nicht intensiv getan. Ich musste es auch nicht tun, weil die Freistellung war ja aufgrund meiner öffentlichen Kritik und meines Blogs. Auf die öffentliche Kritik selbst ist das Gericht nicht in seiner Pressemitteilung eingegangen. Das heißt, hier gab es weder eine Befürwortung noch eine Verurteilung. Und das ist für mich schon mal durchaus als Sieg zu bewerten. Das heißt auch, wir müssen jetzt die Daumen weiter drücken, dass es ein erfolgreicher Prozess für Sie wird am 16. August. Genau, am 14. August, vor dem Landesarbeitsgericht in Hamburg wieder. Gut, aber dann müssen wir sozusagen ein bisschen noch Geduld haben. Ich glaube, wir brauchen noch ganz viel Geduld, weil ich ja die Instanzen durchlaufen möchte. Okay, gut zu wissen auch. Neben Ihnen sitzt Katja Kipping. Sie ist zusammen mit Bernd Rixinger seit letztem Jahr Parteivorsitzende der Partei Die Linke. Und wer ihre politischen Aktivitäten verfolgt, via Twitter oder Facebook, so wie ich das manchmal tue, der weiß, dass die Arbeits- und Sozialpolitik ein Schwerpunktthema und ich glaube auch ein Herzensthema von Ihnen ist. Und Sie kritisieren sehr deutlich die Arbeitsmarktreform und Sie setzen sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Und ach, hier gibt es Fans. Und vielleicht können Sie auch noch mal kurz Ihre Eindrücke von dem heutigen Prozesstag schildern.
Also ich fand das beeindruckend und auch mutmachend, weil es war ja, es ist ja kein Demoaufruf erfolgt, sondern es sind einfach viele Leute angereist und das war schon ein beeindruckendes Bild und was für eine Menschenmenge dann Inge Hannemann stand und ganz viele Mikrofone auf sie gerichtet. Also man hat gemerkt, das geht eben nicht einfach um einen arbeitsrechtlichen Prozess, sondern hier wird auch anhand dieses Prozesses öffentlich über das gesamte Hartz-IV-Sanktionssystem verhandelt und damit ist sozusagen der Fall Inge Hannemann, wenn man das so beschreiben darf, zu einem Politikum geworden. Und ich fand das toll, weil ich habe jahrelang ein echtes Problem gehabt. Ich habe ja nur als Fachpolitikerin immer wieder neue Skandale, Sauereien aus dem Alltagsleben von Hartz IV sind an mich herangetragen worden. Und es war ganz selten eine Möglichkeit, dass man überhaupt ein öffentliches Interesse dafür wecken konnte. Und das ist schon ein Verdienst von Inge. Das muss ich jetzt mal als Kompliment machen, dass es wieder ein breiteres mediales Interesse gibt an diesem Thema, um dann auch deutlich zu machen, wenn es so richtig Fälle bekannt werden, das muss ich vielleicht doch mal einfließen lassen, im Bundestag, wenn wir Debatten haben und ich erzähle dann in der kurzen Redezeit, die wir haben, als Linke so von Fällen, um das zu verdeutlichen, was da passiert im Alltag. Also wenn zum Beispiel einer jungen Schwangeren gesagt wird, wenn sie, sie hätten sich auch gegen das Kind entscheiden können und so weiter und ich berichte davon, dann wird mir häufig von Abgeordneten einer anderen Fraktion entgegengehalten, ja, das sind ja Einzelfälle, das sind halt die Mitarbeiter mal irgendwie über die Grenzen gegangen und das finde ich so mies, dass die Politikerinnen und Politiker, die die Verantwortung haben für dieses politische System, am Ende immer die Jobcenter-Mitarbeiterinnen vors Loch schieben und sich dann damit rausreden, dass es Einzelfälle sind. Es sind aber keine Einzelfälle. Das hat Inge gut herausgearbeitet. Das ist ein systemisches Problem. Ich glaube, dazu kommen wir gleich noch. Ich möchte aber trotzdem auch noch mal kurz Klaus Dörre vorstellen. Der ist nämlich Professor für Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie am Institut für Soziologie in Jena. Und seine Schwerpunktthemen sind neben Finanzmarktkapitalismus und Kapitalismustheorie auch eben flexible und prekäre Beschäftigung. Und dieses Forschungsprojekt, was er uns gerade vorgestellt hat, kann sich sicher in diesen Forschungsbereich einordnen. Ich möchte... Ich habe so mir zwei größere Fragerunden überlegt und ich möchte gleich mit Ihnen beginnen, nämlich, wo wir jetzt ja letztlich auch schon mittendrin sind, nämlich ja Ihre Erfahrung und Ihre Kritik. Und Sie haben nun vermutlich im Vergleich zu uns allen hier den exklusiven Einblick in die Arbeit der Behörde. Und ich würde gerne noch mal wissen, was ist Ihre Kritik und decken sich vielleicht auch Ihre Erfahrungen mit den Befunden der Studie, die wir gerade vorgestellt bekommen haben? Gut, also grundsätzlich muss ich sagen, ich habe sehr gerne im Jobcenter gearbeitet, deswegen möchte ich auch weiterhin dort arbeiten, solange man mich in Ruhe ließ. Solange ich meine Tür zumachen konnte und gearbeitet habe, wie ich wollte und nicht irgendeine Keule kam mit der Quoten-Excel-Tabelle und sozusagen, Frau Hannemann, Sie stehen an letzter Stelle. Ja, da stand ich fast immer an letzter Stelle. Ich habe dann immer geantwortet, wenn ich irgendwo gewinne, dann höchstens beim Halbmarathon, ja, aber nicht im Quotenmarathon. Das war etwas, mit dem ich sehr schwer klarkam, weil es so konträr zu meinem eigentlichen Aufgabengebiet ist, darstellt. Ja, meine eigentliche Aufgabe ist es, die Menschen zu begleiten, zu beraten. So sehe ich das. Meine Nicht-Aufgabe ist es, die Menschen unter Druck zu setzen, mit Sanktionen, auch mit Eingliederungsvereinbarungen oder auch mit Zwang in den tatsächlichen, hauptsächlichen, auch prekären Arbeitsmarkt, den wir intern haben, weil vieles anderes haben wir gar nicht mehr. Ja. Da habe ich mich ja natürlich verweigert, habe das aber immer versucht, sachlich zu argumentieren, wieso, weshalb, warum, das wollte man nicht hören. Und ich habe mich dann, ganz ehrlich gesagt, sehr abgeschottet, also nicht im Team, überhaupt nicht. Ich habe Skripte eingereicht, wie man intern etwas ändern könnte an der Kommunikation, an der Deeskalation, am Ablauf, überhaupt mit den Erwerbslosen. Die Skripte wurden entgegengenommen, immer mit dem Satz, Sie überschreiten Ihre Kompetenz, Frau Hannemann. Sie sind Arbeitsvermittlerin. Wo ich dachte, okay, inzwischen habe ich herausgefunden, dass zwei dieser Skripte als Schulungsunterlagen in Hamburg verwendet werden. Ja, meinen Namen haben sie rausgelöscht. Aber gut, ist eine Ehre für mich. Das, was Klaus feststellt, auch Katja sagt, kann ich leider bestätigen.
Einmal aus meinen eigenen Jobcentern, ich war ja in mehreren Jobcentern, dann natürlich aus Tatsachenbericht von Erwerbslosen, aber auch erschreckenderweise von Kollegen. Ja, von Kollegen, die mir dann sagen, wieso, wenn der nicht kommt, wenn der nicht macht, was ich will, sanktioniere ich durch, dann ist er selbst schuld. Ja, ohne darüber nachzudenken, was tut er oder sie in dem Moment, in welche Existenznot bringt er sie. Für mich sehr erschreckend. Es waren zum Teil, oder meine Erfahrung leider, sehr viele Pädagogen, Sozialpädagogen. Das hat dieses Bild bei mir sehr ins Wanken gebracht. Eine Diskussion war intern in der Regel leider nicht möglich. Ich wurde gerade bei Teambesprechungen natürlich gestoppt. Ja, also auch hier war schon keine Kritik mehr möglich. Die Einzelfälle gibt es nicht. Die Bundesagentur für Arbeit spricht aus rechtlichem Sinn von Einzelfällen, weil die Gerichte entsprechend nach Einzelfall entscheiden. Das ist die Problematik. Ja? Und die Bundesagentur für Arbeit reagiert hier in wenigen Fällen mal tatsächlich strategisch klug, indem sie sich genau das dem annehmen und sagen, es sind Einzelfälle, genau, vor Gericht. Aber es sind nicht Einzelfälle im System. Und da spreche ich inzwischen, wenn ich zurückdenke, von bis 2005 tatsächlich von Millionen. Ja, und hier sage ich auch ganz klar, die Bundesagentur für Arbeit lügt. Ich würde gerne nochmal nachfragen, haben Sie das Gefühl, es gibt innerhalb der Behörde überhaupt gar keinen Gegendiskurs? Also sehen Sie sich da alleine oder gibt es schon vielleicht auch auf überregionalen Veranstaltungen die Möglichkeit, auch mit anderen in Kontakt zu kommen, vielleicht auch Unterstützerinnengruppen zu finden? Was meinen Sie, also was müsste da vielleicht auch verändern oder sehen Sie da überhaupt einen Handlungsspielraum, dass man sich da vielleicht auch innerhalb der Behörde zusammentut und den Kampf sozusagen ausführt? Also ich muss auch dazu sagen, es gibt wirklich sehr viele nette, liebe, empathische Kollegen, die so weit empathisch sind, bis es halt zum Thema Sanktionen kommt. Ja, und dann wird rechtskonform gehandelt. Einen gemeinsamen Diskurs sehe ich durchaus. Also ich habe ja auch aus den Jobcentern jetzt von Beginn an auch schon Unterstützer. Wir sind gerade dabei, irgendwie ein Netzwerk zu kreieren mit den verschiedenen Standorten aus den Bundesländern. Wir müssen das vermutlich heimlich machen, wobei ein Jobcenter aus Nordrhein-Westfalen hat mir jetzt einen Vorschlag gemacht, ich soll irgendwie Sticker machen mit IH oder Hannemann oder sonst was, was sie tragen wollen, um sich damit auch innerhalb des Jobcenters mit mir zu solidarisieren. Das finde ich sehr mutig. Ja. Wir haben innerhalb der Gewerkschaften ja sogenannte Arbeitsgruppen. Hier empfinde ich jetzt persönlich das sehr mühsam und habe noch keine, ich sag mal, Zusammenarbeit hier gefunden. Ich wurde schon eingeladen, ich habe mit denen geredet. Dann sagte man mir, ja, wir arbeiten jetzt zusammen und es gibt einen neuen Termin. Ich habe als Einzige keine Einladung bekommen. Das fand ich dann doch etwas enttäuschend. Also da gerade in den Gewerkschaften muss noch viel Arbeit geleistet werden, die müssen aus dem Winterschlaf gerüttelt werden. Ja. Und den Zusammenschluss der vielen erwerbslosen Verbändeinitiativen, die wir ja inzwischen auch zum Glück haben, ist derzeit leider auch noch sehr schwierig, weil ich den Eindruck habe, es ist ein enormer Konkurrenzgedanke untereinander. Sie laden mich alle einzeln ein, ist überhaupt kein Thema. Sie machen mit mir einzelnen Veranstaltungen. Wenn ich aber den Vorschlag bringe, wir könnten uns ja mal zusammensetzen mit dem und dem Erwerbslosenverein, dann höre ich leider nichts mehr. Ja, aber man sagt mir nach, dass ich durchaus hanseatisch bin und damit auch die hanseatische Sturheit habe. Und deswegen bleibe ich da auch noch weiter dran. Ja, vielen Dank für diese ersten Eindrücke. Ich würde gerne weitergehen an Katja Kipping und ich weiß, Sie sind seit vielen Jahren mit der Arbeits- und Sozialpolitik vertraut. Sie waren unter anderem auch, glaube ich, Vorsitzende im Ausschuss Arbeit und Soziales. Und ich weiß, dass Sie auch Ansprechpartnerin sind, oft von eben Betroffenen von Erwerbslosen. Ich würde gerne wissen, was ist Ihre Kritik an dem Regime? Und ja, wie nehmen Sie vielleicht auch als Politikerin die Debatte im Bundestag über das Arbeitsmarktregime wahr?
Also ich habe mich sehr gefreut, als ich mich auch in Vorbereitung auf heute mit eurer Studie beschäftigt habe, dieser Leitgedanke, wir wollen das beleuchten, was das neoklassische Modell ausblendet. Und es gibt schon im Bereich Hartz IV so eine Entwicklung, wo man sich an Brecht erinnert fühlt und die im Dunkeln sieht man nicht. Also Irene Becker, glaube die renommierteste Armutsforscherin oder zumindest Forscherin von verdeckter Armut, hat aktuell ermittelt, dass es eine extrem hohe Zahl von verdeckt armen Menschen gibt. Was meint das? Menschen, die eigentlich Anspruch auf Sozialleistung hätten, aber diese nicht wahrnehmen. Sie geht davon aus, dass 3,5 bis 5 Millionen Menschen eigentlich verdeckt arme sind. Und wenn man die Bundesregierung danach fragt und sagt, sie, ne, ist da alles supi, die Leute wollen halt so über die Runden kommen. Aber ich sage immer, Leute, die in Armut leben, sind auch welche, die in der Demokratie immer unter Ausschlüssen und Ausgrenzung zu leiden haben, die zu ertragen haben. Das wird zu einem Problem für die Demokratie. Deswegen war auch meine sozusagen Aufgabe immer, auf dieses Problem hinzuweisen, verdeckt Arme, dass das halt einhergeht mit einem repressiven Sozialsystem. Eine zweite Beobachtung, die ich gemacht habe, ihr habt es nur den Begriff prekäre Vollerwerbsgesellschaft erfasst. Ich habe das mal, würde das bezeichnen mit, wir erleben eine Zunahme der Angstkultur, sowohl in der Erwerbsarbeitswelt, wie aber auch unter Leuten, die entweder Aufstocker sind oder Erwerbslose sind. Also das IAB hat das ganz stolz verkündet, dass im Zuge von Hartz IV die Bereitschaft, schlechtere Löhne in Kauf zu nehmen, familienunfreundlichere Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen, gestiegen ist. Sie nannten das dann, die Konzessionsbereitschaft hat zugenommen. Das heißt im Klartext einfach, dass Hartz IV halt nicht nur Schikane für die Erwerbslosen bedeutet, sondern immer auch schon seinen Schatten wirft auf die Erwerbsarbeitswelt. Und deswegen finde ich es so verheerend und so falsch und so verlogen, wenn immer wieder versucht wird, in Bundestagsdebatten den Keil zwischen Beschäftigte und Erwerbslose zu treiben. Es wird ja, also das habe ich so oft erlebt, wie dann die Verkäuferin ausgespielt wird gegen denjenigen, der noch weniger hat, ja? Als ob die nur 1 Cent mehr in der Tasche hätte, wenn der Hartz-IV-Regelsatz noch niedriger wäre. Also die IAB-Studie beweist ja, dass genau das Gegenteil der Fall ist, ja? Je schlechter das Sozialsystem ist, umso eher ist es möglich, die Löhne zu drücken. Also deswegen muss man dagegen halten. Und eine dritte Beobachtung, die sowohl in Talkshows wie im Bundestag immer wieder gemacht wird, so nach dem Motto, naja, wer sucht, der findet. In eurer Studie heißt das, Erwerbslosigkeit wird als Wettbewerb inszeniert. Und ich finde, manchmal ist ja Mathematik sehr hilfreich, weil sie ist einfach unbestechlich. Also die Kenntnis der Grundrechenarten kann auch mal vom Vorteil sein und kann auch neoliberale Ideologien widerlegen. Wir haben nämlich die Bundesregierung abgefragt, wie viele Arbeitssuchende kommen im Durchschnitt auf eine offene Stelle. Und wenn man jetzt die Statistiken Schönfärbereien rausnimmt, nur die offiziellen Zahlen, die wir kennen von der Bundesagentur, kommen auf eine offene Stelle 8 Erwerbsarbeitssuchende. Und egal, wie sehr die sich jetzt anstrengen, was die für Assessment-Kurse durchmachen, wie aufgepeppt die Bewerbungsmappen sind, von den 8 müssen 7 leer ausgehen. Das ist halt schlichte Mathematik. Und das zeigt ganz klar wieder, es ist nicht ein einzelnes Problem, es ist ein strukturelles Problem. Und da muss man ran und deswegen will ich jetzt doch mal, es geht ja heute eher um Analyse und weniger um Politik, aber ich glaube schon, man muss auch mal die Dimension öffnen. Also das Mindeste, was man machen muss, ist bei Hartz IV die Sanktionen abschaffen, die Bedarfsgemeinschaft abschaffen, den Regelsatz deutlich erhöhen. Und ich finde einfach, wir sollten eine sanktionsfreie Mindestsicherung einführen, damit keiner unter 1050 Euro fällt. Das ist das Mindeste. Also Frau Hannemann hat es gerade angesprochen, dass die Grenze bei den Mitarbeitern im Jobcenter immer bei den Sanktionen eigentlich verläuft. Ja? Vielleicht auch noch mal ganz kurz im Bundestag, weil ich finde es schon immer wieder auch bezeichnend, dass sich die restlichen 4 Parteien so vehement eigentlich dafür einsetzen, beziehungsweise es eigentlich keinen Diskurs um die Abschaffung gibt, sondern eher vielleicht natürlich auch nicht in voller Gänze, aber doch auf den Erfolg hingewiesen wird und das Wirtschaftswunder Deutschland und so weiter. Und warum, glauben Sie, gibt es eben keinen Diskurs im Bundestag auch über die Abschaffung der Sanktionen? Also warum wird an sowas festgehalten? Also
es ist schon ein bisschen, sage ich jetzt mal, habe ich mich auch selber darum bemüht, ein Verdienst von uns, dass es im Bundestag schon dazu eine breite, also wir hatten eine öffentliche Ausschussanhörung, das war eine der bestbesuchtesten Ausschussanhörungen. Ich hatte damals auch durchgesetzt, dass das im Internet übertragen wird, weil gerade viele, die von Sanktionen betroffen sind, sich gar nicht die Fahrt nach Berlin leisten können. Also ist einfach im Regelsatz nicht vorgesehen, um dort auch sozusagen wenigstens eine Beobachtung zu ermöglichen. Und wir hatten dann auch eine namentliche Abstimmung im Bundestag zur Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen. Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Das muss ich jetzt hier einfach machen, weil manchmal muss man auch, finde ich, politisch Verantwortliche konfrontieren. Es hat ein Grüner für die Abschaffung der Sanktionen gestimmt, die Abgeordneten der Linken, und ansonsten haben sich alle anderen Grünen enthalten. Der Rest hat richtig dagegen gestimmt. Und ich habe das im Bundestag gesagt, alle, die heute gegen unseren Antrag stimmen, stimmen damit dafür, dass die Hartz-IV-Sanktionen, so wie sie sind, bleiben. Und das heißt, sie tragen auch politisch die Verantwortung dafür, wenn die also für die Auswirkungen, die die Sanktionen zur Folge haben. Und ich glaube, es gibt in der Tat einen politischen, es ist dahinter eine politische Taktik oder eine Strategie. Und zwar möchte man einfach, ja, eigentlich beweist das Abstimmungsverhalten zur Sanktionsfreiheit doch, wie sehr Karl Marx recht hat. Also und zwar hat er davon geschrieben, dass die Erwerbslosen als Erpressungspotenzial immer eingesetzt werden, um auch die Widerständigkeit der Beschäftigten zu drücken. Und das erlebt man hier ganz klar. Je schlimmer, je stigmatisierender Hartz IV empfunden wird, umso eher, sag ich mal, kann man noch niedrigere Löhne anbieten, kann man Leute auch in Leiharbeit drücken. Und ich will noch mal eine Zahl nennen, die das verdeutlicht, wie sehr Hartz IV und die Prekarisierung der Erwerbsarbeitswelt zusammenspielen. Jede dritte Stelle, die vom Jobcenter angeboten wird, offizielle Zahlen der Bundesregierung, nicht von der Linken ausgedacht, ist Leiharbeit. Ja? Und man ist verpflichtet, die anzunehmen. Also mir hat eine Frau erzählt, die ist zu mir gekommen, sie war in einem Bewerbungsgespräch und dann hat sie irgendwann mal gefragt, das ist ja üblich bei Bewerbungsgesprächen, wie hoch denn jetzt das Gehalt ist. Und hat man ihr die Summe gesagt und ihr ist so rausgerutscht, oh, das ist ja noch weniger als der Hartz-IV-Regelsatz. Der sogenannte Arbeitgeber hat einen Vermerk gemacht ans Jobcenter und man hat ihr eine 30-prozentige Sanktion reingedrückt mit dem Vermerk, sie ist selber schuld daran, dass das Arbeitsverhältnis nicht zustande gekommen ist. Thomas Kalley, das ist der Mann, kennt bestimmt den Namen, dessen Klage es bis zum Bundesverfassungsgericht geschafft hat und auch Recht bekommen hat, hat kurz nach dem Urteil, hat seine Frau eine Androhung bekommen, einer 100-prozentigen Sanktion, angeblich, weil irgendwelche Unterlagen fehlen. Und da sage ich doch, ein Schelm, wer Arges dabei denkt. Natürlich geht es hier darum, Widerständigkeit klein zu halten. Und insofern war für mich eine ermutigende Erkenntnis in eurer Studie, dass es halt in der Reaktion auf Hartz IV nicht nur Passivierung oder eine Zunahme von Aggression und Wut gibt, sondern wirklich auch eine Zunahme von Widerständigkeit. Und ich glaube, das ist was, woran wir anknüpfen müssen und eine wichtige Aufgabe ist. Und deswegen sage ich das hier und an alle, die das irgendwie weitertragen können. Es muss sozusagen eine breite Vernetzung und Verknüpfung der Widerständigen geben. Und ich finde auch, dass man sozusagen immer wieder alle Bundestagsabgeordneten damit konfrontieren muss, was das Leben mit Hartz IV bedeutet, damit sich niemand davor drücken kann und niemand behaupten kann, er wüsste nicht, worüber er abstimmt, wenn er weiterhin für die Beibehaltung der Hartz-IV-Sanktionen stimmt. Klaus, würde ich gerne fragen, du hast, ich glaube, 2005 den Projektantrag geschrieben, wahrscheinlich auch noch die Proteste damals im Sommer von zigtausend im Hinterkopf. Vielleicht auch jetzt nochmal mit so einer gewissen aus einer Metaperspektive. Wie hat sich Deutschland deiner Meinung nach durch die Arbeitsmarktreform in den letzten 10 Jahren verändert? Ja, wir haben ja im Buch, da ist sehr ausführlich zitiert, ein Interview mit dem Chef des Weltwirtschaftsinstituts Hamburg, Straubhaar, aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der die Reform würdigt. Und der sagt als erstes sehr klar, das war das wichtigste Reformwerk seit 1949. Warum? Es hat dem sozialen Wohlfahrtskapitalismus den Garaus gemacht. Also dem sozialen, dem Modell Deutschland in seiner Form, in der es bestanden hat, bis in die 80er, 90er Jahre rein. Das war der Sargnagel für dieses Modell. Und das war gut. Warum? Weil wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Die Hartz-Reform, geht's?
Die Hartz-Reformen haben deutlich gemacht, dass es so nicht weitergehen kann mit dem ausufernden Sozialstaat. Das war die historische Leistung der rot-grünen Bundesregierung und man kann das dem Schröder gar nicht hoch genug anrechnen, weil er hat sozusagen ja letztlich die eigene Partei, die eigene Regierungsfähigkeit geopfert, um dieses Reformwerk durchzusetzen. Da muss man weiter fragen, wer hat über seine Verhältnisse gelebt? Nicht? Wenn man die Logik der Hartz-Reformen anguckt, dann die Erwerbslosen. Ja? Denen sind die Leistungen gekürzt worden. Nicht? Also das ist schon grotesk, aber der springende Punkt ist, glaube ich, dass er analytisch recht hat, der Straubhaar. Es ist tatsächlich so, dass nicht nur die Hartz-Reform, also ein ganz wesentlicher Impuls, dass sie dazu geführt haben, dass sich eine andere Gesellschaft rausgebildet hat. Also das, was wir prekäre Vollerwerbsgesellschaft haben, hat nichts mehr zu tun mit dem alten Modell von Qualitätsproduktion, Vollbeschäftigung und so weiter, wie wir das vielleicht 20, 30 Jahre in einer historischen Ausnahmesituation hatten. Das, was wir feststellen, um es mal zu pointieren, ist, dass sich eine neue Sozial- und Klassenstruktur in der Gesellschaft rausbildet. Wir können das mit unserer Studie nicht belegen, es ist eine qualitative Studie. Aber manchmal sieht man sozialstrukturelle Veränderungen ja sozusagen in der Mikroperspektive sehr viel deutlicher, zumindest die Mechanismen, die dann zu neuen Klassenverhältnissen, ich nenne es mal so, führen. Also man kann sie viel genauer beschreiben als dann aus der Vogelperspektive, wenn man sich das anschaut. Ich würde sagen, dass das, was sich rausbildet in der Bundesrepublik, tatsächlich eine politisch konstruierte und sozial neu zusammengesetzte Unterklasse ist, die von ihren Lebensverhältnissen relativ wenig zu tun hat, sagen wir mal mit Durchschnittslohnbeschäftigten in, sagen wir mal, der noch immer relativ geschützten exportorientierten Industrie. Das klingt auf den ersten Blick wie eine Bestätigung sozusagen dieser unsäglichen Unterschichtendebatte, die ja die ideologische Begleitmusik war zu Hartz IV. Nicht? Diese Unterschichtendebatte war im Grunde ein Instrument kollektiver Abwertung und es war eine Legitimation für Hartz IV als Klassenprojekt, weil der Kern dieser unsäglichen Unterschichtendiskussion eigentlich gewesen ist, an die sogenannten Leistungsträger, die in Arbeit sind, die schaffen, zu signalisieren, wenn es euch besser gehen soll, dann müsst ihr dieser Lazarus-Schicht ganz unten, die nicht mehr aufsteigen will und sich in der Hängematte des Wohlfahrtsstaates bequem macht, denen müsst ihr die Solidarität aufkündigen, müsst ihnen Beine machen. Das ist sozusagen das, was wir Hartz IV als Klassenprojekt nennen. Das ist ein Elitenprojekt von oben und ich glaube, dass das Abstimmungsverhalten so ausfällt im Bundestag, wie es ausgefallen ist, ist das, glaube ich, dass sehr viele genau in dieser Logik denken, in einer gewissen Weise. Also dieses produktivistische Vorurteil, wer ein Jahr arbeitslos ist, der will auch nicht wirklich. Das sitzt ganz tief, nicht? Und es sitzt tief bis in die gewerkschaftlich organisierten Gruppen rein. Wir haben, um es nochmal an einem Beispiel zu machen, qualitativ nachgefragt in diesem großen Automobilwerk, in dem wir da untersucht hatten. Und da ist uns gesagt worden, die Kollegen haben die Frage nicht falsch, haben die Frage falsch verstanden, nicht? Dann haben wir eine qualitative Befragung gemacht bei Vertrauensleuten, also bei Aktiven. Und gleich der Zweite sagt uns, ja, schlimm mit Hartz IV, aber die Hälfte will ja auch nicht. Ja, also das sitzt ganz tief und das ist, glaube ich, ein ganz problematischer Punkt in dieser Gesellschaft, weil es immer wieder möglich ist, das Klassenvorurteil zu bedienen und den Versuch zu unternehmen, einen produktivistischen Block zu bedienen, der vom Vorurteil, vom Klassenvorurteil lebt. Und diese Veränderung, die ist, glaube ich, eine, die also bis in die politische Repräsentanz rein noch gar nicht richtig verortet ist, weil stimmt völlig, was Katja sagt, der Haupteffekt der Reform ist, dass diejenigen diszipliniert sind, werden, die noch in den, sozusagen, oder ein Haupteffekt, die noch in Arbeit sind, das haben wir auch genauso festgestellt, die wachsende Konzessionsbereitschaft, wie es heißt, in den offiziellen Studien beim IAB und so weiter. Das heißt ja nichts anderes, als dass man bereit ist, alles Mögliche zu machen, nur um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Das ist genau das, was wir erleben, nicht? Das treibt die Leute um und gleichzeitig haben wir aber ein Wegbrechen von großen sozialen Gruppen, für die Politik gar nicht mehr vorkommt, das politische System gar nicht mehr vorkommt. Es ist überhaupt keine Realität mehr, die sie in irgendeiner Weise wahrnehmen. Und das macht es außerordentlich schwierig, gewissermaßen ein Klassenprojekt von unten zu denken, das auf Solidarität basiert und genau diese Politik in Frage stellt. Kann,
Frau Hannemann hat es, glaube ich, angedeutet, wenn sie sagt, dass es so schwierig ist, die Gruppen untereinander zu vernetzen, dann, glaube ich, spiegelt sich das ein Stück weit genau da wieder, ne? Dass es sozusagen Einzelaktivitäten sind, aber man vielleicht es noch nicht schafft, Kollektivitäten innerhalb dieser Gruppe zu gründen. Ja, ich denke aber, ein Grund liegt auch darin, dass der Bevölkerung versucht einzuprägen, dass gerade die Bundesagentur für Arbeit so agiert im Sinne des Steuerzahlers. Ja, die BA und natürlich auch die Mitarbeiter in den Jobcentern, weil wir hören das tagtäglich dort und lesen es auch tatsächlich dort täglich. Wir werden so geprägt, oder auch die BA prägt die Bevölkerung, dass die Steuerzahler für die sogenannten Harzer aufkommen müssen, für die Erwerbslosen. Ja, und das ist in meinen Augen ein Bild, was verkehrt ist. Ja, also die BA sieht die Beschäftigten, aber nicht mehr die im Grunde genommen davon betroffen sind, dass sie gar nicht mehr beschäftigt sein dürfen oder auch können. Ja, und das ist verrutscht. Ja. Das heißt, die Logik funktioniert, wir sind hier sozusagen, wir arbeiten im Dienste des Steuerzahlers und deswegen ist es auch legitim, wenn die Betroffenen eben nicht funktionieren, zu sanktionieren und ihnen mit bestimmten Eingliederungsvereinbarungen Druck zu machen? Ja, es ist soweit legitim, dass uns tatsächlich gesagt wird, wir haben das Recht, dem Steuerzahler wieder das Geld zurückzuführen. Ja, wie kann ich das zurückführen? Ich kann es nur zurückführen, indem ich Leistungen total verweigere bei Erstanträgen oder indem ich sanktioniere. Ja, anders funktioniert es gar nicht. Oder tatsächlich auch Leistungen falsch berechne. Ich wollte ganz gerne mal einen Punkt, das passt da auch dazu, dieser vermeintliche Vorwurf, die Hälfte will ja gar nicht. Ich glaube, den muss man mal beleuchten, was dahinter steht. Ich will allerdings vorab eine Bemerkung machen. Ich finde es ziemlich übel, wenn Leute, die noch nie sich 50 Mal bewerben mussten, dann 50 Mal eine Absage bekommen haben, das muss man erst mal durchstehen und danach nicht zu resignieren. Also ich meine, ich musste das noch nicht durchmachen und ich wüsste nicht, wie ich nach 50 Absagen mich verhalte, ob ich da nicht schon aus purem Selbstschutz sagen würde, nee, will ich auch überhaupt nicht. Ja? Also ich meine, man kann sich ja einfach mal in eine Situation versetzen, in einer Ferienlager-Disco so, also wenn man irgendwie jemanden auffordert zum Tanzen, man bekommt zweimal eine Absage, also wer bitte steht denn noch ein drittes Mal auf? So, ja, das will ich mal all diejenigen, die diesen Vorwurf haben, aber wenn man das mal einfach zur Seite nimmt, einfach mal das ideologisch zu hinterfragen, die Hälfte will ja nicht. Es gibt ja auch gute Gründe, Nein zur Erwerbsarbeit zu sagen. Also ich finde, der Klassiker, Nein zu einem Dumpinglohn zu sagen, ist sozusagen ein zutiefst solidarischer Akt gegenüber allen anderen Beschäftigten. Ja. Nein zu einer Stelle zu sagen, wo man womöglich unzählige Überstunden leisten muss und sagen, dann habe ich keine Zeit mehr für meine Familie und ich möchte nicht, dass bei mir in der Familie sozusagen einer dann alle Pflegearbeit wegtragen muss, kann auch im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit ein zutiefst solidarischer Akt sein, zu sagen, ich kann bloß eine Stelle annehmen, wo ich wirklich nur 35 Stunden die Woche leisten muss und nicht noch irgendwie 20 Überstunden unbezahlt von mir erwartet werden. Nein zu einer Stelle zu sagen, dessen Sinn man höchst fragwürdig findet, wo man sagt, na, schaffe ich hier nicht sogar was gegen mein Gewissen ist, kann ein zutiefst revolutionärer Akt sein. Deswegen finde ich, allein schon dieser Vorwurf stimmt einfach nicht, weil es gibt viele, viele Erwerbsarbeitsstellen, die unverzichtbar sind für unsere Gesellschaft, aber eben nicht per se. Ich meine, es gibt ja auch keinen Zwang für niemanden zu sagen, du musst irgendwie jeden Tag 4 Stunden in Reproduktionsarbeit, Familienarbeit wahrnehmen. Es gibt keinen Zwang in dieser Gesellschaft zu sagen, du musst dich für Politik interessieren, weil wir sind eine Demokratie, die lebt davon, dass sich alle einmischen. Wenn du dich nicht für Politik interessierst, bleibst du bei den Berufspolitikern, damit kommt Demokratie vor die Hunde. Ich meine, so könnte man ja jetzt auch argumentieren, ja, wenn man von der Gleichwertigkeit der unterschiedlichen Tätigkeiten ausgeht. So, ich bin nur eine Anhängerin der vier in einem Perspektive, aber ich würde niemals sagen, es kann einen Zwang geben, sich in diesen Bereichen zu betätigen. Nur für einen Bereich in dieser Gesellschaft, für ein Tätigkeitsfeld, die Erwerbsarbeit, gibt es diesen Zwang. Warum gibt es das? Natürlich hängt das am Ende, ist das am Ende auch eine Klassenfrage, weil man hier ganz klar die Erpressbarkeit und die Verdonnerung dazu möchte. Das schließt ganz... Können Sie sich das kurz merken, weil ich mache noch eine kurze Abschlussrunde und dann öffnen wir auch die Fragen fürs Publikum oder beziehungsweise Sie können sich dann auch einbringen. Ich leite gleich mal über, weil es ist ein guter Aufhänger, nochmal Klaus auch die Frage zu stellen,
Wir haben in unserer Studie eben diesen vermeintlich passiven, faulen Arbeitslosen so nicht gefunden oder nur sehr wenige. Im Gegenteil, die meisten wollen arbeiten. Für sie ist Erwerbsarbeit ein zentrales Moment der Sinnstiftung, der sozialen Integration. Und wie aber ja auch Katja gerade ausgeführt hat, mitunter gibt es einfach für viele einfach auch vielleicht nicht mehr die Chance und die Gelegenheit, die Möglichkeit zu arbeiten. Und was glaubst du, wie kann man diese Menschen dennoch gesellschaftlich integrieren und was müsste sich auch gesellschaftlich-politisch ändern, damit Erwerbsarbeit vielleicht nicht mehr dieses zentrale Moment der Sinnstiftung innehat? Das ist jetzt diese 1-Million-Dollar-Frage, ja. Also das kann ich natürlich nicht befriedigend beantworten. Ich kann es erstmal auf dem Niveau beantworten, wie wir es gefunden haben, empirisch. Was finden wir? Wir finden ja, dass die allermeisten, mit denen wir es zu tun haben, ungeheuer aktiv sind. Ja? Es ist ja bezeichnend, dass wir Menschen finden, die jahrelang im Leistungsbezug sind und gleichzeitig sich bürgerschaftlich engagieren, zum Beispiel in der Sterbehilfe. Ja? Also es ist ein Job, den möchte ich nicht machen. Also Sterbebegleitung für Menschen, wo man weiß, dass das geht zu Ende und man hat einen enorm verantwortungsvollen Job. Das ist jetzt gar kein Einzelfall. Ja? Der Punkt ist aber, dass alles, was die machen, die Erwerbsarbeit nicht ersetzen kann. Ökonomisch sowieso nicht, aber es ist letztendlich auch sozusagen gesellschaftlich nicht so anerkannt im Sinne einer Nützlichkeitserfahrung, die von der Gesellschaft gutiert wird, dass es das kompensieren kann, was man nicht hat. So, und das hängt am grundlegenden Missverhältnis der Kombination von Tätigkeiten. Nicht? So, da müsste man ansetzen, Katja hat das Stichwort 4-in-1-Perspektive schon genannt, damit ist ja gemeint, dass die unterschiedlichen Tätigkeiten, Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, die zweckfreien, autonomen Tätigkeiten, die reproduktiven Tätigkeiten, dass die in einer neuen Weise ausbalanciert werden müssen. Ich würde sogar noch dazu nehmen, als einen wichtigen Ansatzpunkt, über den man nachdenken muss, dass wir eigentlich sowas brauchen wie eine bezahlte Zeit für Demokratie. In einer verstümmelten Form haben wir das ja, nicht? Also diese sogenannte Bürgerarbeit oder sowas, die aber nichts anderes ist jetzt sozusagen als eine etwas bessere Variante von einem Euro-Job. Ich meine was ganz anderes. Im Grunde müsste man gesellschaftliche Arbeitszeitverkürzung, darüber müsste wieder geredet werden, Verkürzung von Erwerbsarbeit, das könnte bedeuten, also der Steffen Lehndorf nennt das immer kurze Vollzeit für alle, also intelligente Arbeitszeitverkürzung, die für prekär Beschäftigte auch Arbeitszeitverlängerung bedeuten könnte. Oder lange Teilzeit für alle. Exakt, ja. Aber der springende Punkt wäre, dass eine solche Arbeitszeitverkürzung eben nicht automatisch bedeuten muss, ich habe dann individuell freie Zeit, sondern es könnte auch bedeuten, dass ein Teil dieser Zeit für selbstgewählte Aktivitäten aufgewendet wird am Gemeinwesen und an der Demokratie, die man sich selber wählt. Das war übrigens ein Vorschlag aus einer Arbeitsloseninitiative hier in Berlin, mit denen wir gesprochen hatten. Nicht? Und der dann aber gesellschaftlich so bezahlt wird, dass es auch einen würdigen Status hat und man das nicht als eine randständige Tätigkeit machen muss. Das wäre, glaube ich, eine sehr sinnvolle Perspektive, die von Erwerbslosen und Leuten im Leistungsbezug exakt so formuliert worden ist. Und das finde ich sehr gut. Ich will noch eine zweite Bemerkung machen in dem Zusammenhang, weil ich das am Ende des Referats nicht mehr sagen konnte. Also auf die Erstveröffentlichung der Studie, ich habe es ja schon gesagt, in den Blättern für deutsche internationale Politik ein paar Ergebnisse, haben sich Menschen aus der Arbeitsverwaltung gemeldet, bei mir. Mit dem expliziten Wunsch, wir wollen jetzt mal Tacheles reden, wollen uns mal von der Seele reden, was wir da eigentlich machen. Weil ich finde das Regime verheerend, aber ich mache den Job, weil er ist gut bezahlt und ich muss meine Familie ernähren. So. Das, was da rausgekommen ist, deckt sich im Grunde was mit dem, was schon gesagt worden ist, aber nochmal mit einer Zuspitzung. Also ein Interview habe ich besonders vor Augen, du warst dabei, als wir es gemacht haben. Der Kollege hat gesagt, von denen, die zu uns kommen, können wir maximal einem Drittel überhaupt helfen. Wir könnten ihnen nur dann helfen, wenn wir genügend Zeit hätten und auch die Ausbildung, die Qualifikationen fachlich ihnen helfen zu können. Das haben viele von uns nicht, zumal viele von uns, jedenfalls lange Zeit, selbst prekär beschäftigt waren mit Zeitverträgen und so weiter. So, und dann hat er gesagt, ich kürze es jetzt ab,
So, es gibt einen, er hat leider auch dieses Wort Bodensatz gebraucht, es gibt einen Bodensatz von Leuten, die nicht mehr wollen und nicht mehr können, aus unterschiedlichen Gründen, das sind vielleicht so 8 bis 10%. So, und dann kommt der entscheidende Satz, das muss eine reiche Gesellschaft aushalten können. Statt einen aufwendigen Überwachungsapparat zu finanzieren, der ein Widerspruch in sich ist, weil man auf der einen Seite appelliert an die Erwerbslosen, ihr müsst Unternehmer eurer eigenen Erwerbsfähigkeit werden, permanent aktiv sein, und man gleichzeitig aber dazu übergeht, bis in das Privatleben rein, eine bürokratische Gängelung an die andere zu schalten. Selbst die privaten Lebensformen sind ja sozusagen Objekt öffentlicher Begutachtung, und das eindrücklichste Interview für mich, was ich hatte, das ist da auch zitiert im Schlusskapitel, eine Frau, die von ihrer Tochter, Journalistin in Berlin, zum Geburtstag 500 Euro leider überwiesen bekommen hat. 100, 50. Nicht 100 waren es, 100. Ja. Nee, es waren 100. Ja. Leider überwiesen aufs Girokonto, das heißt, sie musste 50 davon rückerstatten an die Behörde. Ja. Ne? Also die hatte 40 Jahre gearbeitet, die war kurz vor der Rente, und ich habe dann nachgefragt, kann sich eigentlich was ändern? Und dann sagt sie, nee, also die da oben und so weiter, die Politikerkaste. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, und dann hat sie gesagt, es müsste sowas passieren wie der 17. Juni 1953. Halt, halt, den hatte sie traumatisch erlebt. Als Vierjährige war in den Ereignissen in der Stadt, in der wir untersucht haben, von ihrem Vater getrennt und so weiter. Und dann habe ich nachgefragt, warum 17. Juni 1953, warum nicht 89? Ja, 89 gehen friedlich. Dann habe ich gefragt, wie meinen Sie denn das? Meinen Sie, es geht nur mit Gewalt? Und dann hat sie gesagt, ja. Es war eine ganz biedere Frau, die wendet überhaupt keine Gewalt an, die würde auch nie zu Gewalt aufrufen. Die hat sich dann sozusagen in so eine Frühverrentungsregelung gerettet und damit wieder Anschluss an Normalität gefunden. Aber das, was sie gesagt hat, zeigt die Tiefe der Verletztheit. Die Tiefe der Verletztheit. Und bezogen auf solche Menschen wird völlig klar, dass ein erster Schritt überhaupt nur sein kann, diese Sanktionen mindestens auszusetzen. Das muss eine reiche Gesellschaft aushalten können. Und ich glaube, dass das wirklich ein ideologischer und auch formaler Kernpunkt ist, um diese Grundhaltung, diese produktivistische Grundhaltung, die zu solchen Disziplinarverhältnissen führt, die tatsächlich zu attackieren. Ich möchte noch eine allerletzte Frage an Frau Hannemann stellen, und dann sind auch sofort Sie dran. Ich glaube, Sie sind gar nicht so sehr vielleicht für den gewaltvollen Umsturz, zumindest würde ich Ihnen das jetzt nicht so zuschreiben, sondern im Gegenteil, Sie, glaube ich, fänden es schon gut, wenn sich innerhalb der Behörde etwas verändert und verbessert, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Sie das Angebot Ihres Arbeitgebers an einem Arbeitsplatz, Sekretärsstelle ohne Kundenkontakt zu arbeiten ablehnten, weil Sie schon natürlich auch den Kontakt mit den Erwerbslosen suchen. Was glauben Sie, wird sich der Druck, der sich sicherlich auch jetzt durch den Prozess und so weiter ergeben hat, wird er etwas verändern innerhalb der Behörde, und wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkeiten? Also ich denke schon, weil ich den Eindruck habe, in den letzten Wochen oder seit Beginn der Bewegung wird der Druck für die Bundesagentur für Arbeit, aber auch für das Ministerium für Arbeit und Soziales durchaus größer. Ja, wir nennen das immer intern so, die Kugel rollt. Ja, mit jeder Aufdeckung rollt die Kugel weiter. Die Bundesagentur für Arbeit reagiert mit Ignoranz. Mit Ignoranz und Lügen nach außen. Das ist klar, muss sie ja auch. Gerade gestern hat die Agentur für Arbeit in Hamburg den aktuellen Controlling-Bericht gekriegt. Der ist heftig. Da wirft man dem Arbeitgeberservice vor, als auch dem Team Zeitarbeit vor. Sie sind nur noch in Norddeutschland, also Regionaldirektion Nord gehören die zu, da gehört auch noch Niedersachsen und zum Teil Schleswig-Holstein natürlich, nur noch auf Platz 5. Ja, und zuvor waren sie auf Platz 3. Sie schreiben auch, das geht so nicht. Daraufhin hat wohl ein erboster Mitarbeiter an die Regionaldirektion geschrieben und gesagt, was soll denn das? Hat er weise nicht erst gesagt, wir arbeiten für Menschen und nicht für Zahlen?
und ihn darauf festgenagelt. Er bekam tatsächlich eine E-Mail-Antwort, wo dann wiederum drinne stand, wir arbeiten nach Zahlen. Ja, und die Zahlen sind in der Agentur für Arbeit in Hamburg nicht erfüllt. So, der, was man mir jetzt zugesteckt hat, was mich durchaus erfreut, seit Mai muss das Team Zeitarbeit 15 Bewerber auf eine Stelle buchen. Zuvor waren es 8, davor waren es 4 und davor waren es 3 innerhalb dieses Jahres. So, jetzt sind es 15. Das Team Zeitarbeit weigert sich und sagt, hallo, wir buchen nur noch 8. Können Sie kurz ausführen, was das heißt, buchen? Genau, buchen auf ein Stellenangebot. Das heißt, ich habe ein Stellenangebot und der Mitarbeiter muss jetzt aus dem System 15 Bewerber blind heraussuchen. Er sucht sich dann irgendwelche raus, ohne diese zu kennen, und schickt diesem Bewerber den Vermittlungsvorschlag für ein Zeitarbeitsunternehmen. Die Zeitarbeitsunternehmen, die kommen ebenfalls in Druck und schicken, ich weiß nicht, wie viele Unterlagen ich davon jetzt schon habe, immer mehr E-Mails an die Agentur für Arbeit, an die Teams, aber auch bundesweit. Der Mensch möchte nicht arbeiten, er kam 10 Minuten zu spät, mangelndes Interesse. Die Frau bla 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 hatte einen Minirock. Vielleicht möchte sie eher Männer anmachen, mangelndes Interesse. Ja, solche Argumente kommen zurück mit der Aufforderung, bitte sanktionieren Sie den Erwerbslosen. Ja, zum Teil als Kopie an die Geschäftsführung. Gut, jetzt ist es so, ich glaube, es wird sich was verändern, weil die Diskussion in der Bevölkerung, ich glaube, die habe ich schon mal ganz gut erreicht. Die muss noch größer werden, vor allen Dingen in unserer klassischen Mittelschicht, aber auch das folgt und kommt. Und nur eine Diskussion ohne Gewalt, ja, ich bin ja eher, glaube ich, der leise Mensch, kann vielleicht zu einer Veränderung führen. Aber der Druck muss auf die Behörden, auf das System passieren und nicht auf die einzelnen Mitarbeiter, weil die führen nur das aus, was das System ihm vorsagt. Aber durchaus hat jeder Leistungsberechtigte im Jobcenter, und ich hoffe, das wird getan, das Recht, sich, ich sag mal, zu widersprechen, wenn der Mitarbeiter sagt oder Unmögliches verlangt. Das muss natürlich weiterhin geleistet werden, dieser Widerstand, und der muss auch noch größer werden. Ja, vielen Dank den drei Gästen hier vorne. Ich habe schon mitbekommen, dass es im Publikum Zustimmung und vielleicht auch Ablehnung oder Kritik gab.